jetzt, wie versprochen, habe ich mein Geschwindigkeitsmessgerät aufgebaut. Das ist der Radarcron. Und ich schieße jetzt mal mit dem Daylight Majesty über den Radarcron drüber. Und schießen tue ich heute mit meinen Black Eagle Outlaws. Die Pfeile haben 450 Grains, sind 30 Zoll lang und haben einen Spine-Wert von 350. Und vorne, wie gesagt, habe ich eine 125 Grain Spitze dran. Und auf meine Auszugslänge, das wären circa 28, 29 Zoll, ergibt sich dann ein Grains per Pound Verhältnis von exakt 6,0. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell diese Pfeile da in das Ziel reinhauen. So, also eingenockt ist er. Messgerät läuft. Ich schau mal, dass ich da auch schön drüber schieße. Exakt 200 FPS. So, nächste Messung. Vier FPS. Dann machen wir die nächste. Das finde ich sehr interessant. Zweihundertdrei FPS. Und jetzt machen wir noch mal einen. 203. So, machen wir noch mal einen. Zweihundertneun. So. Also ich ziehe jetzt mal meine Pfeile wieder aus dem Ziel raus und dann werde ich noch mit einem anderen Bogen da durchschießen. Aber generell kann ich jetzt schon sagen, also ich habe null Handshot an dem Bogen und obwohl ich eigentlich so relativ kurz ausziehe, beschleunigt er die Pfeile wirklich meiner Meinung nach recht gut. Und wie gesagt, ich schieße 450 Grains. Es ist jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht, aber auch nicht zu schwer. Also mit 6 GPB auf meiner Auszugslänge finde ich das eine außergewöhnliche Geschwindigkeit. Ja, wie gesagt, ich ziehe jetzt meine Pfeile raus, dann schieße ich meinen Freddy Archery dadurch. Einfach mal so zum Spaß. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht dann. So. Ich habe jetzt mal den ersten Speedtest mit dem Daylight Majesty gemacht und jetzt mache ich just for fun mal einen Speedtest mit dem Freddy Archery Nomad KTB. Der hat nur 55 Pfund bei 31 Zoll und ist auch nur 48 Zoll Knock-to-Knock. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was passiert. Ich schieße die gleichen Pfeile. Hunderteinundsiebzig FPS.
Wie gesagt, der Bogen, also der Freddy Archery Nomad KTB, der hat nur 55 LBS und ich schieße ihn jetzt mit 450 Grain Pfeilen. Und wieder 171 FPS. So, jetzt nehme ich nochmal den Daylight Majesty und schieß den. So. FPS. Noch einmal, weil es so richtig Laune macht. Halt. Zack. Und 202 FPS. So. Also man sieht ganz klar, mit 450 Grains, der Bogen performt richtig schön. Und man sieht aber auch, dass der kleine Freddy Archery sich nicht verstecken braucht, weil 171 FPS mit 450 Grains bei 55 Pfund finde ich persönlich eine super Leistung. Hätte ich leichtere Pfeile, wäre das nämlich auch ein 200 FPS Bogen. So. Ich denke mal, das reicht jetzt mal mit den Speed-Tests. Von mir, von mir persönlich, meine Meinung zu dem Majesty und die Abgabeleistung in Geschwindigkeit finde ich absolut tipptopp. Ja, also da kann man sich nicht beschweren, wirklich nicht. Und ja, wir machen jetzt ein paar Parcours-Videos extra für euch und am Ende des Videos gibt es natürlich mein Fazit zu dem Bogen. Also, bis gleich! So, jetzt bin ich wieder zurück und ich habe jetzt extra für euch, wie versprochen, ein paar Geschwindigkeitstests gemacht mit dem Daylight Majesty, dem Korean Horsebow
der mit 3K Cross Carbon laminierte Wurfarme hat. Und ich persönlich bin echt wirklich begeistert von dem Bogen. Ich habe keinen Handshock. Der ist sehr schnell. Der wirft die Pfeile enorm effektiv. Und also einfach nur ein geiler Bogen. Ich habe mich jetzt mal hier hingestellt und versuche jetzt hier drüben auf diesen Gorilla zu schießen. Wir sind etwa 35 Meter und ich probiere es auch gleich mal mit dem Daumen. Einmal drauf. Und wieder getroffen. Einfach ein echt geiler Bogen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es auch gehört. Der ist nicht laut, ja, und einfach nur mega. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert von diesem Bogen. Wir beide, wir schießen uns jetzt noch ein bisschen durch den Parcours durch und wie gesagt, nachher komme ich mit Details und Fazit auf euch zu. Also, bis gleich. So Freunde, jetzt habt ihr ja ein paar Videos gesehen zu dem Bogen und was ich euch jetzt noch zeige, ist verschiedene Release- oder Schusstechniken, die man meiner Meinung nach mit dem Bogen ohne Probleme machen kann. Das wäre einmal, wie gesagt, die Daumentechnik, dann zeige ich euch, dass man mit dem Bogen auch Slavic Release schießen kann und was könnte ich euch noch zeigen? Ja, obligatorisch, ja, 3 unter und dann würde ich euch noch zeigen, Kaschai-Style würde ich euch auch noch zeigen. Also das geht alles easy mit dem Bogen, aber ihr könnt es euch natürlich denken, es ist alles eine Frage der Übung und der eigenen Motivation, inwieweit man sich denn selber gerne schinden möchte, um so viel Release-Techniken und Schusstechniken sich anzueignen wie möglich. So. Und das machen wir jetzt auch. Und viel Spaß euch dann beim Zugucken. Thank you.
Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück. Wir beide sind jetzt durch mit unserer Parcours-Tour. Heute waren wieder am Start ein Freddy Archery Nomad KTB und ich habe heute dabei gehabt den Flagship Korean Horse Bow von Daylight Archery, nämlich den Majesty. Und wie ich ja euch bei meinem First Impression Video schon gesagt habe, das Geile an diesem Korean Bow ist, dass er Wurfarme hat, die aus 3K Cross Carbon laminiert sind. Und dann natürlich klar die üblichen Komponenten oder üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Powerglass. Dann ist noch dabei genau so eine Art Stablecore ist noch mit drin. Und dann natürlich Ahorn im Wurfarm. Und bevor ich euch jetzt langweile mit irgendwelchen Komponenten, aus denen dieser Bogen besteht, switche ich mal die Ansicht für euch um und zeige euch mal ein paar Detailaufnahmen von dem aus meiner Sicht wahrlich schönen Korean Bow. Also, switchen wir mal um. So, da seht ihr ihn jetzt. Das hier ist der Daylight Majesty Korean Horse Bow. Und das hier ist zum Beispiel auch jetzt mein Custom Bogenköcher von Bogensport Schupp. Die werde ich euch auch verlinken. An der Stelle nochmal vielen Dank an Bogensport Schupp, dass ihr mir so einen geilen Köcher gemacht habt. So, aber zurück zum Daylight Majesty. Und jetzt zieht euch mal diesen geilen Bogen rein. Ich habe jetzt an der Sehne, hier haben wir eine Fast-Flight-Sehne dran und an der Sehne habe ich jetzt ja Puffs dran gemacht. Das könnt ihr ja sehen, ich habe verschiedenfarbige Puffs gemacht. Dann habe ich die Griffwicklung angepasst, wie bei all meinen Korean Bows. Ich habe den Arrow Pass mit Rochenleder belegt. Das wisst ihr ja mittlerweile, das mache ich bei allen meinen Horse Bows. Und jetzt seht ihr auch sehr schön das 3K Cross Carbon, wie es sich im Lichteinfall quasi ja zeigt. Und hier haben wir auch noch einmal quasi die Marke, the Brand, Daylight Archery. Und der Bogen hat, könnt ihr hier sehen, 80 Pfund auf 31 Zoll Auszugslänge. So, und das Backing ist belegt, mit einer, ich würde mal sagen, einer Designbelegung, die aus Kunststoff ist und den Bogen halt nicht nur optisch meiner Meinung nach aufwertet, sondern ihn ja auch vor Kratzern, Macken und sonstigen äußerlichen Einwirkungen schützen soll. Und auch das finde ich eine tolle Idee. Und schaut euch mal an, wie das sich schön im Licht bricht. Ja, also ich finde es echt, echt schön gemacht. Klar, man könnte jetzt sagen, ey, das ist ja nur schwarz. Aber ich finde, gerade das macht diesen Bogen irgendwie so faszinierend für mich. Da haben wir dann nochmal den Modellaufkleber Majesty. Wir haben hier einen 53 Zoll Knock-to-Knock Bogen mit 80 Pfund und der ist natürlich made in Korea. Hier seht ihr, wie gesagt, den Firmenname, also beziehungsweise das Modell Premium Korean Bow. Und auch hier könnt ihr sehen, wie schön dieses 3K Cross Carbon aussieht. Ja, die SIAs sind zusätzlich nochmal abgesichert, seht ihr hier, mit einem ziemlich, ziemlich starken Carbon-Klebeband. Die String Pads sind sehr schön ausgeführt. Die Belederung der String Knocks
Ist auch sauber gemacht. Ich würde sogar sagen, äußerst sauber. Und das wären jetzt mal die Detailaufnahmen zum Daylight Majesty. Auszugsverhalten bei diesem Bogen gebe ich jetzt, nachdem ich einen Speedtest gemacht habe, nachdem ich ja einen Parcours-Test gemacht habe und der Bogen sich auch jetzt gesetzt hat, gebe ich dem Bogen 10 von 10 Punkten. Handshock oder Vibration habe ich keine vernommen, jetzt im Schießbetrieb. Deswegen bekommt er jetzt von mir hier auch 10 von 10 Punkten. Und ich denke mal, ihr habt es auch bei dem einen oder anderen Video gehört, wie aggressiv der die Pfeile durch die Luft beschleunigt. Das ist schon echt phänomenal. Und ich muss auch hier nochmal betonen, da hat Daylight Archery, also mit diesem Korean Bow, einen absoluten Volltreffer gelandet. Also ich habe ja von Daylight Archery auch den Monarch und ich war damals schon so dermaßen überzeugt, dass ich gedacht habe, okay, besser geht's nicht. Und jetzt hauen die halt den Majesty raus mit 3K Cross Carbon und dieser neuen Konstruktion. Und ich muss ehrlich sagen, das Ding ist phänomenal. Im Übrigen möchte ich noch hinzufügen, die Vorteile von 3K Cross Carbon und diesem extra Carbon Layer, der ja da noch extra mit drin ist, den ich vorher als eine Art Stablecore betitelt habe, hat folgende Vorteile. Nämlich, ich zeige es euch jetzt mal so, die Wurfarmdicke, wie ihr sie hier seht, ist weniger dick als die Wurfarmdicke von meinem Monarch Korean Bow, der ja ebenfalls von Daylight Archery ist. Und was hat das jetzt für eine Auswirkung auf diesen Bogen? Natürlich ganz klar, durch das, dass die Wurfarmdicke abgenommen hat, habe ich auch weniger Masse in den Wurfarmen bei eigentlich gleicher Pfundzahl. Das wiederum bedeutet, dass die Effizienz von dem Bogen tatsächlich nicht nur auf dem Papier verbessert wurde, sondern wirklich auch in Realität. Und ich habe das heute auch, wie gesagt, mit meinem Speedtest gemessen, mit dem Radarchron. Und ich habe hier echt für meine Verhältnisse wirklich schwere Pfeile mal durchgeballert. Das sind 450 Grains, 30 Zoll sind die komplett lang, die Pfeile. Und eine 125 Grain Spitze, habe ich ja vorher gesagt. Und der haut die halt raus mit 207, 210 FPS bei meiner lächerlichen Auszugslänge. Ja, ihr seht ja auch auf den Videos, dass ich keine große Auszugslänge habe. Also meine maximale Auszugslänge, Leute, da müsst ihr euch festhalten, sind 29 Zoll. So, und darauf basierend, wenn ihr jetzt diese Eckdaten wisst, mit 29 Zoll Auszugslänge und diesen dann in dem Fall schweren Pfeilen, haut der trotzdem schon über 200 FPS raus. Und dementsprechend, also meiner Meinung nach, dementsprechend aggressiv stecken die Pfeile auch in den Zielen drin. Und könnte ich den Bogen auf 31 Zoll oder 32 Zoll ausziehen, bin ich sicher, würde der mit 450 Grains locker die 220, 230 Fuß, also Feet per Second Grenze knacken. Aber ich bin schon zufrieden, wie der jetzt schon performt. Also auch hier performancemäßig auch 10 von 10 Punkten. Und ich bin top zufrieden. Ich würde sogar sagen, dass dieser Daylight Majesty, ich würde den ohne mit der Wimper zu zucken, weil ich so derbe überzeugt bin von diesem Bogen, ich würde ihn tatsächlich als meinen Survival-Bogen mitnehmen. Also der ist von mir, also für mich wäre dieser Bogen die absolut erste Wahl, weil er besteht zu fast 100% aus modernen Materialien. Er ist absurd gut verarbeitet. Er ist wetterunempfindlich. Er ist sehr leicht.
Also in dieser Ausführung, ich möchte euch auch hier noch tatsächlich sagen, ich habe hier eine Heavyweight-Version, weil bei Daylight ist alles über 60 Pfund eine Heavyweight-Version. Und dementsprechend fässt sich dieser Bogen natürlich auch anders an. Also man merkt, dass man hier echt kein Spielzeug in der Hand hat. Und dieser Bogen wiegt 405 Gramm, so wie ihr ihn hier seht. Ist trotzdem kein Gewicht, aber es ist dieser Sweet Spot, muss ich so sagen. Und ja, ich könnte das Video eigentlich jetzt schon beenden, weil ihr könnt es euch schon denken, Kaufempfehlung von mir für diesen Bogen von Daylight, auf jeden Fall ja, gibt es von mir eine ganz, ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Und wer was Besonderes sucht, der ist hier halt eben auch absolut am richtigen Ort gelandet. Und ja, mal sehen, was noch so kommt in der Zukunft von Daylight Archery, was ich mir da vielleicht noch so unter Umständen gönnen kann, dass ich euch vorstelle. Und mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Der Bogen ist für mich einfach der Dream Bow, wenn es um Korean Bows geht, die komplett aus modernen Materialien hergestellt sind. Da gibt es momentan nichts Besseres auf dem Markt, meiner Meinung nach. So, ich switch mal wieder um, Freunde. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr gelangweilt mit meinem Bogen hier. Wie gesagt, aber wenn man es, ich muss es halt so sagen, wie es ist. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Bogen. Und wenn es nicht so verrückt wäre, ich würde mir tatsächlich direkt nochmal einen kaufen. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Ich hoffe, euch hat mein Speedtest gefallen. Im Übrigen, das war mein allererster Speedtest, den ich überhaupt gemacht habe. Und ihr könnt mir mal in den Kommentaren hinterlassen, ob euch das gefallen hat, ob ich generell Speedtests mit einbauen soll und ob euch der Daylight Archery Majesty Flagship Korean Bow genauso gut gefällt wie mir. Ich bin absolut begeistert. Aber ihr wisst ja sowieso, wenn es um Korean Bows geht, habe ich sowieso eine extreme Macke. Und ja, das wäre jetzt mal das Wort zum Sonntag. Wir packen unser Zeug, denn wir wollen jetzt noch ein bisschen Kaffee trinken und vielleicht was frühstücken. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.